So, ihr Lieben, wir sind bei Tag 24. Und ihr werdet euch wundern, warum ich jetzt diese Gesundheitswarnung mitgesendet habe, was ich die ganze Zeit vorher nicht getan habe. Wir sind jetzt im Teil 24 und wie ihr gemerkt habt, wird das Spiel jetzt schneller, beziehungsweise auch weitaus gruseliger und erschreckender. Es passieren hier immer mehr Dinge. Und deswegen, Leute, wenn ihr ein schwaches Herz habt oder ihr seid ein bisschen empfindlich, dass ihr drum Bescheid wisst. Okay. So, und irgendwo hatten wir doch nochmal so eine komische Tür. Nee, das war oben, glaube ich. Ja. Unten. Ich habe jetzt wieder noch einen Schlüssel und einen Hinweis im letzten gehabt. Und da passt immer noch kein Schlüssel. Wer weiß. Noch ist dieses Spiel nicht zu Ende. Hast du mich erschrocken, du Arschloch. Du blödes Clownviech. Na, wo ist meine Hose, hä? Soll ich dich verkloppen? Sei froh, dass ich es nicht kann. Nur rück's raus. Los, zack hier. Guckt euch ihn an. Seht ihn. Guckt euch ihn an. Ja, ja. Lassen ihn mal sitzen. Der kommt auch ohne mich klar. Ich habe eine neue Hose an und meine gebe ich nicht mehr ab. Jetzt ist das Licht wieder aus. Aus Klo musste ich nicht, das ist nach oben, Jürgen. Wir haben immer noch keinen blassen Schimmer. Mir hat man gesagt, ich soll auf Bilder achten. Das tue ich auch. Ich achte eigentlich auf alles. Vielleicht kriegt man nochmal ab und zu ein Bein. Okay. Habt ihr sie gesehen? Ich bin nicht darauf getreten. Da waren ja unsere Hinweise nach oben, ne? Könnt ihr euch noch erinnern? Ich glaube, das war das letzte... Ach, das ist das Ankleidezimmer. Guck mal. Hier steht wieder alles an Ort und Stelle. Seht ihr? Diese ganzen Dinger waren ja alle verteilt und das Zimmer war leer. Toll, das ist das Uhrenzimmer. Das ist dieses komische Durchgangszimmer. Das war so ein Oberbonus, dieser Schlüssel, ne? Klasse. Scheiße. Okay. Jetzt brauchen wir wieder einen Schlüssel oder einen Hinweis. Mehr großartig. Zumindest nicht in Erinnerung. Ich glaube, in diesem Zimmer waren wir zum Schluss.
Tatsächlich haben wir diesen Bonusschlüssel gekriegt für diese komische Zwischentür. Also das war ein Schlüssel, der uns jetzt eigentlich nicht weiterbringt. Telefon schon x-mal dran vorbeigelaufen. Also Linda meinte, sie müssen hier weg, beziehungsweise alle beide. Gibt's hier irgendwas Essbares? Nee, ne? Dann schmeckt das eh nicht mehr. Ist euch gerade nach Essen zumute? Mir ganz ehrlich gesagt nicht. Ich habe das Gefühl, da kamen Schrittgeräusche aus dem Pflanzenzimmer. Pflanzenzimmer? Wo war das? Ich muss erst gucken, was das ist. Das ist der Durchgang. Das Schachzimmer. Ich muss selber kommen. Lindas Zimmer. Wo war dieses dumme Pflanzenzimmer? Oh. Nein, das ist es nicht. Ich muss mich jetzt erstmal selber orientieren. Da. Nein. Nein. Ich weiß es gar nicht mehr. Oh. Gefühlte Millionen mal dran vorbeigerannt. Ankleidezimmer. Wo war das noch? Scheiße. Ariasses. Habt ihr das gesehen? Da. Wow. Ein Kleidezimmer.
gehabt. Hatte ich zumindest eine Erinnerung. Der Schlüssel passt nicht. Okay. Könnte dazu passen. Dann probieren wir mal wieder die Türen zu. Aus. Hier waren ja keine zweiten Türen. Habt ihr eine zweite Tür hier gesehen? Nein, ne? Gibt's hier eine zweite Tür? Ich wusste es. Ich wusste es. Das Fernseher verstaubt. Aber ich sehe zwar jetzt den Hinweis, ich will aber wissen, ob hier noch irgendwo ein Schlüssel ist. Streichhölzer. Schauen wir mal. Ich erinnere mich an ein Foto. Darauf war etwas Böses zu sehen. Ich muss es finden. Okay, ihr Lieben, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis später.